So, willkommen zurück zu Let's Play StarCraft 2 Heart of the Swarm. Inzwischen in Mission 4. Wir fahren fort. Jim, bist du auf dieser Frequenz? Jim, bist du da draußen? Ich bin am Treffpunkt, die Luft ist rein. Ich habe drüber nachgedacht, was du gesagt hast. Ich spüre Dunkelheit in mir, Jim. Ich brauche dich. Du musst mich einfach hören. Jim Raynor wurde gestern während eines waghalsigen Einsatzes verhaftet. Er wurde verhört und kurz darauf hingerichtet. Fake and Der Imperator sagte Folgendes. Bürger der Liga, endlich findet unser Albtraum ein Ende. Der ruchlose Terrorist James Raynor ist tot. Mit seinem Tod beginnt eine neue Ära des Friedens. Protoss haben sich zurückgezogen und die Zerg-Bedrohung wurde ausgeschaltet. Der Schwarm ist zerschlagen und führerlos. Bald werden wir jeden einzelnen Zerg auf Char auslöschen. Kurzum, wir haben gewonnen. Frieden und Sicherheit sind gewährleistet. Gute Nacht, meine treuen Untertanen. Mengsk. Navigation online. Ziel liegt in Zerg-Gebiet. Bestätigen? Bestätigt. Nein, also ich will und mag nicht glauben, dass es das mit James Rayner war. Ich würde mir lieber vorstellen wollen, dass er irgendwo in einer Zelle sitzt und das halt Propaganda war gegen Kerrigan. Wir können uns jetzt hier zum Reisen wählen, wie es aussieht. Kaldir und Char. Aus meiner StarCraft-Erfahrung weiß ich, dass Char ehemalig der Hauptplanet der Zerg war. Von daher denke ich, dass Char erstmal besser wird. Abgefangene Übertragungen der Liga deuten darauf hin, dass der Zergschwarm in mehrere Fraktionen aufgeteilt wurde. Ein Teil des Schwarms befindet sich auf Char und steht unter dem Befehl einer Brutmutter namens Zagara. Sie befindet sich im Kampf gegen die Liga-Streitkräfte von General Warfield. Okay, und was ist auf Kaldir los? Eine Brutmutter namens Nakash hat ihre Brut auf den gefrorenen Mond Kaldir geführt. Jüngste Berichte deuten darauf hin, dass dort Protoss vor Ort sind. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Nafash gegen die Protoss um die Kontrolle Kaldirs kämpft. Man glaubt, dass ihre Brut weit entwickelte und gefährliche Zerg-Organismen enthält. Okay, allein von den Einheiten wäre ich lieber für Kaldir, aber ich stehe zu dem, was ich gesagt habe. Wir gehen zuerst auf Char. Und genau deshalb bin ich hier. Sie werden mich als ihre Königin akzeptieren. Sonst vernichte ich jeden einzelnen von ihnen, bis sie es tun.
Was bist du? Ich bin Isha. Du bewahrtest all deine Ideen, Gedanken und Pläne in mir auf, meine Königin. Erinnerst du dich nicht? Ja, ich erinnere mich an dich. Und was noch wichtiger ist, du erinnerst dich an mich. Du bist die Königin der Klingen. Ich gehorche dir. Perfekt. Bereite den Schwarm für einen Angriff auf Korhal vor. Der Schwarm ist verstreut und wird dir nicht gehorchen. Die meisten Zerg auf Char werden von Brutmutter Zagara befehligt. Sie will ihren eigenen Schwarm erschaffen. Solange sie lebt, wird der Schwarm geteilt sein. Also nicht mehr lange. Bring uns zur Oberfläche. Ja, Kerrigan macht Nägel mit Köpfen. Okay, das scheint unser, ich werde es nicht Missionsinterface nennen, aber das ist auf jeden Fall das, was die Bar und so weiter in Wings of Liberty war, denke ich. Ja, wir sprechen mal Isha an? Ich weiß nicht, wie ich sie aussprechen soll. Isha, glaube ich. Erzähl mir mehr über diesen Leviathan. Er ist der Organismus, von dem aus du den Schwarm befehligst. Und dies hier ist sein Nervenzentrum. Und der Leviathan bringt mich zu jeder Welt, die mir beliebt? Selbstverständlich, meine Königin. Aber wir sind nur noch wenige. Bevor du aufbrichst, um andere Welten zu erobern, solltest du zuerst deine Streitkräfte hier auf Char um dich sammeln. Überlass Strategien mir. Also, was kann ich auf diesem Leviathan sonst noch machen? Du kannst den Schwarm in der Evolutionsgrube weiterentwickeln und verbessern. Die Kreatur Abatur kann dir dabei helfen. Okay, ja, Warfields Festung, neues Gespräch. Gehen wir dort mal hin. Die Liga hatte sich in meiner Abwesenheit hier ja richtig bequem gemacht. Sobald ich meine Truppen wieder habe, wird Warfield vertrieben. Dann gehen wir mal auf die Evolutionsgrube. Holy shit, was ist das denn? Der ist ja voll widerlich. Was bist du? Ja. Abatur, entwickle Schwarm, webe Stränge und Sequenzen, diente Overmind, dann Königin der Klingen, diene nun dir. Ich bin die Königin der Klingen. Anders. Untersuche genetische Stränge. Königin der Klingen war effizient. Uralte Zerg-Eigenschaften. Geringer terranischer Einfluss. Du mit mehr terranischem Material verseucht. Greifextremität schlecht entworfen. Kann korrigieren. Werde austauschen. Mache besser. Fass mich nicht an! Nur ein Ziel. Schwarm verbessern. Erstrebe Perfektion in allen Dingen. Tätig in Evolutionsgrube. Arbeit hier einsehbar. Aber es ist beinahe passiert. Kann jederzeit Einheiten weiterentwickeln. Mit Zergling anfangen. Ja, wir sprechen erstmal mit dem Wurm-Ding-See. Hat die Brutmutter Zagara versucht, dich mitzunehmen? Nicht mächtig genug, mir zu befehlen. Nur du. Wenn ihr dafür die Macht gefehlt hat, wie konnte sie glauben, sie könne den Schwarm befehligen? Anpassung. Sich in Situationen versetzen, in der Weiterentwicklung einzige Wahl. Veränderung erzwingen. Sie könnte sich also zu etwas viel Gefährlicherem entwickelt haben? Das dürfte interessant werden. Okay, Mutation für unseren kleinen, süßen Zerkling verfügbar. Unser, ja wirklich, das Bein unserer Armee. Sequenzen von Organismus können verändert werden. 3 ausgeprägte Mutationen. Sobald ausgewählt, werde Sequenzen verweben. In Kreatur aktivieren. Kann verändern. Jederzeit. Okay, heißt, ich kann immer eins am Laufen haben, denke ich. Gehärteter Panzer. Was macht das? Ergebnisse. Erhält 10 maximale Trefferpunkte. Also plus 10 maximale Trefferpunkte. Ein Anstieg von 30%.
Gewebetest hat vorteilhafte Mutationen der Zerglingpanzerung aufgezeigt. Kann an Schlüsselpunkten des Thorax gehärtet werden. Bietet deutliche Verlängerung der Lebenserwartung. Erschwert Zugang zu lebenswichtigen Organen. Irgendeine Veränderung am Design sieht man jetzt aber nicht. Adrenalinsättigung. Angriffsgeschwindigkeit um 50% erhöht. Das ist mächtig. Adrenalinfunktion von Zerglern einfach zu montieren. Auf Schlachtfeldern häufig Anpassung durch Blutschleimpuls. Grundstruktur von Adrenalinsystem kann verbessert werden, erhöht Drüsenfunktion. Wird Leistung der Adrenalindrüsen deutlich steigern. Angriffsgeschwindigkeit von Zerglingen stark erhöht. Ja, mehr Angriffsgeschwindigkeit heißt mehr DPS und das ist mega viel wert. Oder Metabolismus-Schub, das ist auch sehr gut. Bewegungsgeschwindigkeit um 60% erhöht. Ich denke, das werden wir nehmen. Das ist auch das gängige Zerg-Upgrade aus Wings of Liberty. Liberty, so. Verstärkung des Metabolismus von Zerglingen. Häufig Strategie auf Schlachtfeldern. Kann Enzymproduktion verbessern, dauerhafte Energieproduktion steigern. Führt zur wesentlichen Erhöhung der Bewegungsgeschwindigkeit. Zerglinge können schneller zu Gegnern aufschließen, Verfolgern entkommen. Ja, dann nehmen wir dieses Gen und gehen zurück. Ist das jetzt aktiviert? Nochmal kontrollieren. Ja, ist es. Perfekt. Dann zurück. Und wir können uns eine Mission auswählen. Eine deiner Brutmütter, Zagara, weigert sich, dich als die Königin der Klingen anzuerkennen. Bevor du Char von den Terranern zurückerobern kannst, musst du ihre Brut zurück in den Schwarm holen. Ja, dann wollen wir das nochmal tun, ne? Bonus-Zielbelohnung plus 2 Machtpunkte für Kerrigan. Ja, wie wir die einsetzen, wissen wir noch nicht. Hauptziel gibt uns 5 Machtpunkte für Kerrigan. Wollen wir die Mission starten? Da sind wir wieder, nach der Ladezeit. Zagaras Brut hat sich in den Säuresümpfen von Char verkrochen, wo du Millionen Eier für den späteren Gebrauch gelagert hast. Von der Position ihres Schwarmclusters zu schließen, versucht Zagara, so viele Eier zu sammeln, wie sie nur kann. Und wir sollen die vor ihr sammeln, ja? Sie versucht, eine Armee aufzustellen. Aber wie will sie die Eier ausbrüten? Sie kann sie in einen Schlüpfteich legen, damit sie schneller ausgebrütet werden. Ich habe unseren Schwarmcluster in der Nähe eines solchen Teiches platziert. Dann werde ich genug Eier sammeln, um eine Armee zu erschaffen und Zagara zu vernichten. Ich hab's gewusst. Das ist genau wie die Mission gegen die Protoss, als man die Gasteile zumachen musste. Damit vergleiche ich es einfach mal. Du hast meine Aufmerksamkeit. Ja, ich lege einfach mal los, wie ich normal auch loslegen würde. Lass meine Queen Eier einsammeln. Plus ein Zirkei. Das sind 3. Du bist nicht die Königin der Klingen. Du bist eine schwache und erbärmliche terranische Kreatur. Verlass Char, solange du noch kannst. Diese Eier und der Schwarm gehören mir. Wollen wir mal sehen, wer eine schwache Kreatur ist. Terranisch bin ich, das kann ich nicht verleugnen. Aber du bist garantiert die schwache Kreatur. In diesem Nest ist irgendetwas anders. Die Eier in diesem Berstling-Nest können sofort schlüpfen. Zagara hat die Aufmerksamkeit einiger verwilderter Berstlinge auf sich gezogen. Sie greifen sie an. Der Schwarm ist hungrig. Zagara hat sich durch einen tiefen Tunnel wieder in ihre Basis begeben, um Kräfte zu sammeln. Sie wird wiederkehren. Berstling sehr nützlich. Metamorphose von Zergling. Jeder Zergling kann zu Berstling morphen. Brauche ich gar nicht mehr viel zu Berstling erzählen. Hat er mir wieder alles vorweggenommen, der Hund. Okay, Zagara scheint oft zuzuschlagen. Ich kann die ungeschlüpften Eier spüren. Jetzt muss ich sie nur noch vor Zagara erreichen. Der Schwarm ist hungrig. Okay, hier werden wir unsere Zweitbasis errichten. Was jetzt? Wir bauen zu Hause erstmal ein paar weitere Drohnen. Ich bin ein wenig konzentriert, aber ich versuche das gleichzeitig halt mit dem Kommentieren am Laufen zu halten. Du bist nicht mächtig genug, um mich zu töten. Dass das Kommentar nicht drunter leidet. Okay, sie ist jetzt wieder da, aber das heißt nicht, dass sie automatisch losgeht. Das finde ich gut. So, mein Plan ist es wieder, auf Mars Queens zu gehen. Die haben sich als mega gut erwiesen. Das heißt, wenn wir ein paar mehr Queens ran schaffen, wäre das ganz gut.
Haben wir einen Zergling? Nein, haben wir nicht. Dann nehmen wir eben Kerrigan. Können wir uns auch eingraben? Ja. Ich will eben die ganzen Ressourcen hier klauen, die hier rumliegen. Wir haben nicht. Wir brauchen mehr Overlords. Los jetzt. Der Schwarm schläft nie. Das lief ganz gut. Jetzt haben wir direkt nämlich mal einen kleinen Bonus, womit wir mehr produzieren können und direkt unsere zweite Basis nehmen können. Ja. Durch eine zweite Basis erhalten wir mehr Mineralien, wodurch wir auch in Zukunft noch mehr bauen können und sie einfach voll fertig machen werden. So, wir haben unsere zweite Königin. Okay, Sagara ist mutig. Achtung, eine Welle Zerglinge nähert sich unserem Schwarmcluster. Soll sie nur. Ah, sie sammelt die Eier ein. Was jetzt? Wir brauchen mehr Overlords. Ja. Diese Welt gehört mir. Herr Zwerglinge, stör mich jetzt nicht wirklich. Lasst uns das hinter uns bringen. Da sammelt sie noch mehr Eier Wir ein. Wir haben nicht viel Zeit. Du hast meine Aufmerksamkeit. Lasst uns das hinter uns bringen. Wir haben nicht viel Zeit. Was jetzt? Erlaub bloß nicht, dass dich der Fund dieser erbärmlichen Berstling-Eier retten wird. Aber sie respawnt. Das ist gut. Ja, mein Plan war eigentlich, da durchzuwaschen und eben alles einzusammeln. Und Sagara darf keine 100 Eier sammeln. Warum, weiß ich nicht. Ich hoffe einfach mal, dass es nicht allzu böse wird, wenn sie sie hat. Wir könnten uns mal um Upgrades kümmern. Ohne Upgrades ist das Ganze nämlich ein wenig schwieriger, als es sein muss. Hey, 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 hey! Klau mir nicht die Eier! Ich ahne jetzt schon, dass unendlich viele Kommentare wieder kommen werden, die alle versaut sind. Hey, er hat Eier gesagt. Ich rieche es jetzt schon. Ja, gegen drei Königin kannst du nichts machen. Du willst mich von deinen Untergebenen töten? Tritt mir wenigstens selbst gegenüber. Kannst du mal sehen. Ich selber bin nicht mal nötig. Wir haben mehrere verseuchte terranische Gebäude in der Nähe gefunden. Sie scheinen die verwilderten Zerg anzulocken. Ich werde sie vernichten, wenn sich die Gelegenheit bietet.